Und mit diesem wundervollen Intro begrüße ich euch zu dem neuen Wochenendprojekt. Project Hesperia präsentiert. Tales of Hesperia. Ja, yo, willkommen zu dem neuen Projekt Tales of Hesperia. Ein wunderschönes Intro haben wir uns eben angeschaut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal ein neues Spiel an. Oder besser gesagt, ein erneutes Spiel. Denn ich übernehme die Daten hier aus meinem alten Spiel. Ich habe schon mal ein bisschen weitergemacht, aber irgendwann habe ich irgendwie keine Lust mehr auf das Spiel gehabt. Den Spielstand werde ich einfach überschreiben und dann werden wir einfach hier nochmal ein neues Spiel machen. So, wir wollen ein paar Sachen übernehmen. Und zwar, ich habe mir schon aufgeschrieben, was ich alles übernehmen möchte. Ich werde auch gleich erklären, warum ich die ganzen Sachen übernehme. So, also, ich habe nur kurz auf die Liste geguckt. Also 99 Objekte von allem, das ist auf jeden Fall sehr gut. Statt nur, lass mich nachdenken, ich glaube 30 können wir sonst noch haben. Die Objekte möchte ich jetzt nicht übernehmen, sonst werden die ganzen Waffen und so übernommen aus dem letzten Spiel. Und, ich möchte schon wirklich mit einem normalen Spiel durchgehen. Also mit dem, was man da normal bekommt. Das Geld möchte ich übernehmen, also ich glaube, ich hatte sowieso nicht viele Titel, sowieso, weil es war eine Heidenarbeit, vor allem für einen Titel, zu dem ich später noch kommen werde. Ja, das Album, das Buch der Monster, also was für Items wir haben, was für Monster wir gesehen haben, die ganzen Rezepte auf jeden Fall. Und ich werde aber trotzdem auch immer zeigen, wo man welches Rezept bekommen kann. Die Kochfertigkeiten natürlich auch. Die Weltkarte muss nicht unbedingt sein, wo halt da zu sehen ist. Synthesefertigkeiten, dazu kommen wir später auch noch. Die Daten, das ist, glaube ich, noch nicht mal so wichtig. Die Arts, die möchte ich nicht übernehmen, die werde ich alle nochmal neu holen und halt alle auch neu erlernen. Da werde ich auch zeigen, wo die alle sind. Fertigkeiten dagegen werde ich aber übernehmen. Weil das ist auch eine Heidenarbeit, die alle zu bekommen, wie die Titel. Was habe ich noch genommen? Die maximale KP möchte ich ein bisschen erhöhen. Ansonsten, wobei, ich könnte das mal rausnehmen und dafür einfach doppelt so viel Geld reintun. Das ginge ja auch. Oh, das wäre gut eigentlich. Dann kriege ich sogar noch mehr Geld, als ich eigentlich brauche. Und ich war halt zwischendurch dann am Denken, ob ich doppelte Erfahrung oder einen höheren Objektverlust nehme. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich nehme den höheren Objektverlust. Wir spielen es einfach ganz normal durch. Das sollte so auch reichen. Ansonsten, ja, man könnte ja noch die Kampfstufe unbekannt entsperren, also, aber das würde ich eh nur in Kombination mit zehnfacher Erfahrung machen, von daher. Ich würde sagen, wir legen los. Und ich bin wieder mal ruhig. Our world. Terka Lumeres. No one knows how far its lands and oceans stretch. For the people are no match against the hordes of monsters that crawl the earth. Barriers protect the cities in which we live, and we are completely dependent upon them for our survival. These barriers are generated by the Blastia. Blastia use the primeval power of air that fills the world to provide us with fire, water, and light. They provide us with everything that has made the Empire prosper. Forget the threat of the vicious monsters lying in wait just beyond the barriers. The blessings of the Blastia will bestow ever more prosperity to the world and peace to its people. I don't get it. What could have happened to the barrier in this town?
It's obvious. Bedrock of peace. We pray. May tranquility bless this world. This is not good. What's with all the yelling, Ted? Look, the Aqua Blastia is broken again. And they just finished fixing it. What's the big deal? Just leave it to the mighty Imperial Knights. That's what they're there for. Huh, the Knights? You know they never come to the lower quarter. What about the heroic Flynn? I already tried to get Flynn. They wouldn't even let me see him. Oh, so I'm Flynn's replacement, huh? Never mind that. Come on! We're short on people! Ted! Ted! You get down here! They need your help, too! I'll be there in a sec! Yuri, come on already! That's weird. He always comes running whenever there's trouble. This place is gonna become an aquarium soon if this keeps up. Kaiserliche Hauptstadt Saphias. Und Juri springt einfach mal aus dem Fenster. Juri! Ja, da wären wir nun. Wir sind Juri Lowell. Status da. Ein Gossenjunge. Ich habe auch schon unzählige andere Titel. Die werde ich jetzt aber nicht damit reinnehmen. Genauso wie Zubehör. Was das ist... Na gut, ich kann es ja mal kurz zeigen. Ich habe keins. Stimmt, wir haben ja nichts übernommen. Das sind so extra Sachen, die man... wie kann man den drehen? Ja. Die man so hier und da ein bisschen ausrüsten kann. Wie zum Beispiel eine Brille oder so. Gibt es für einen Hut. Ja. Was sehen wir schon bei uns über unsere Werte? Wir sind gut im physischen Angriff. Gute Beweglichkeit. Magischer eher weniger. Ja. Was sind jetzt nicht die Daten? Ach so, die Gesamtspielzeit. Und genau, wie viel Geld habe ich eigentlich? 1 Million. Oh, das ist gut. Hier kochen. Wir haben jetzt natürlich auch noch unsere ganzen Gerichte hier. Die habe ich übernommen zum Glück. Da kommen wir auch noch dazu. Strategie. Gucken wir uns mal kurz die Fähigkeit. Nein, nicht die, sondern die Arts wollte ich eigentlich. Wir haben Azurschneide bisher. Ja. 5 Stück. 5 TP verbraucht das, noch keinmal benutzt. Wie denn auch? Ah, Moment, ich sehe da gerade was anderes. Und zwar, ich möchte den Modus wechseln. Und zwar hier. Auf manuell. Denn das war halbautomatisch. Das heißt, ich würde einmal angreifen. Also einmal nur angreifen. Ich würde zum Gegner automatisch hinrennen und dann wieder zurück. Und das möchte ich nicht. Hier haben wir. Ja, unser Schwert. Objekte. Haben wir nicht viele. Ah, so wechsle ich zwischen den Sachen hin und her. Was ist das denn? Kostenloses Gummipaket? Ah, okay. Stimmt, ich habe auf Xbox Live mal eins angenommen davon. Man kann auf Xbox Live ein paar Sachen kaufen, zum Beispiel ein paar Titel und so. Und ja, komm, nehmen wir einfach mal. Ja. Yay, jetzt habe ich ein paar Sachen mehr. Vor allem sehe ich gerade, das sind sogar ein paar gute Sachen. Wieso auch nicht? Ja, haben wir sogar etwas besser. Da sind die Fertigkeiten mit, wobei ich warte mit den Fertigkeiten, bis es richtig kommt. So, hier haben wir mal Speicherpunkte, diese Bücher. Speicherpunkte sind komplexe Formeln in Städten und Wäldern, die von Magiern und von zum Sammeln von Daten über Reisende konzipiert wurden. Selbst wenn du deine Reise beendest, kannst du sie aus deinen letzten Daten wieder aufnehmen und deinen Fortschritt an den Speicherpunkten speichern. Speicherpunkte sind überall auf der Welt zu finden. Speichere deinen Fortschritt, wenn du einen davon findest. Natürlich speichern wir. Und alter Spielstand, weg. So, was hast du uns sagen? Hey Juri, suchst du nach etwas Bestimmten?
Alles, was du zum Arbeiten brauchst, müsste hier irgendwo rumliegen. Nimm es dir einfach, was du brauchst. Genau, wir gehen nochmal kurz in unser Zimmer, da liegen auch noch ein paar Sachen rum. Und was ich schon im Vornherein sagen möchte... Hm, was? Moment. Achso, das war das. Ja, ich weiß, die Grafik ist nicht unbedingt die beste. Also, es tut mir leid, aber... Bei meinem Grubber kann ich leider nicht mehr rausholen, als ich gerade hier schon zeige. So, wir haben hier einen Apfelgummi gefunden. Ich möchte mich nicht ausruhen. Kann ich rausspringen? Toll, eben konntest du es noch. Also wie gesagt, die Grafik ist, na, nicht unbedingt die beste, aber ich habe selbst mal einen kleinen Test davon auf YouTube mal privat hochgeladen, um es mir anzuschauen. Ich finde, man kann sich's anschauen, ja. Also jetzt für die ganzen Graphic-Horse hier, die meinen, boah, geile Grafik, nur 1080p, mehr sehe ich nicht. Pech für euch. Alle anderen, die das Spiel mit einer halbwegs doch eigentlich guten Grafik sehen möchten, ich heiße euch willkommen. Wir sprechen jetzt mit dieser Frau. Juri, was machst du immer noch hier? Du bist ein junger Mann. Beeil dich und hilf dem alten Hanks. Ja. Dann heißt, wir gehen jetzt eben mal raus. Also das Ziel des Spiels ist natürlich durchspielen. Und ich möchte versuchen, so viel wie möglich Sidequests mit reinzunehmen. Am besten alle, die es gibt. Natürlich. Ja. Ich muss kurz mal was schauen. Konfiguration. Das ist gut. Hä? Wieso ist der auf leicht? Nee, wir machen noch schon normal. Vibration an, Kamerasteuerung. Weiß ich gerade nicht, ob das so in Ordnung ist. Das muss ich dann gleich mal schauen. Bla bla bla. Alles an, feste Kamera ein. Einfach alles an. Schriftart. Was haben wir denn? Nein. Was ist der Unterschied zwischen der und der? Ah, die ist ein bisschen dicker. Ich glaube, das wäre auch besser. Ich nehme die dickere, weil dann kann man es auch besser lesen. Ja. Sieht gut so aus. Was sagst du denn zu sagen? Was? Das Aquablaster ging kaputt? Das überrascht mich nicht. Uns in der Unterstadt gehört man ja eh nur ein altes, ausgedientes Blastier. Ja, was sind wohl Blastias? Das werden wir auch noch erfahren. Jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen beim Springbrunnen helfen. Ich glaube, ich werde gleich auf jeden Fall mal die Lautstärken ein bisschen anpassen. Und zwar die Hintergrundmusik und die Soundeffekte etwas leiser machen, weil man hört die Stimmen, finde ich, nicht so gut. He's the one who pushed the people to get the money together for the repairs. Now he's the one who's all wet. It's not Hanks's fault that mage did a two-bit repair job, though. That's true. He even parted with his wife's keepsake to help raise the money. That aristocrat who came to do the repairs was the last person to touch the Blastia, right? That's right, Mr. Mordial. And he lives in the royal quarter? Yeah, so? Forget about that, Yuri. Give us a hand here. Sorry, Hanks. I just remembered an errand I've got to run. Hey, wait just a minute! You're not seriously thinking of going to Mr. Mordial's place, are you? The Royal Quarter? Me? I wouldn't be caught dead going to a place like that. It gives me the creeps. Damn it, Yuri! Just because you can do a few tricks with that bony Blastia, you think you're invincible. Here's hoping he doesn't do anything crazy. He always seems to cause problems when the lower quarter's involved. Even the knights have started keeping an eye on him.
Well, it's just an average day for Yuri. I'm sure it'll be fine. So, mal gleich mal eben kurz die Lautstärke ein bisschen an. So. Ja, das kann eigentlich bleiben. Das kann bleiben. Kann man leider nicht lauter machen. Gut, ich habe es einfach nur minimal leiser gemacht. Das sollte hoffentlich reichen. So, anscheinend hat irgendjemand was mit dem Aquablaster gemacht. Oder besser gesagt, es fehlt. Der Kern jedenfalls. Deswegen wollen wir nochmal ein bisschen zum Adligenviertel gehen und uns da ein bisschen umschauen. So, wir sind hier auf der mittleren Ebene in Saphias. Was hast du denn zu sagen? Mich mit einem Schatz im Arm an einer ganz schönen Stadt, ganz ohne Sorgen zu entspannen. Ist es überhaupt erlaubt, so glücklich zu sein? Ach, leck mich doch. Na, was haben wir denn noch hier für Leute? Die sprechen wir an. Upsala, das war zu schnell. Ja, toll, jetzt habe ich den Text von eben nicht. Gut, du bist eh unwichtig. Gehen wir weiter. Wie man sieht, Yuri hat ein Schwert. Das hält auch die ganze Zeit immer mit sich. Also bei ihm sieht man auch, die Waffe, die trägt die ganze Zeit auf der Weltkarte auch mal mit sich. So, und ich würde sagen, wir können jetzt auch direkt schon zur ersten Sidequest gehen. Und zwar hier vorne direkt schon. Du da. Ja, du. Bist du dir der ernsthaften Ereignisse bewusst, die in der Welt vor sich gehen? Hier drüben. Ich bin der Wunderreporter. Jeden Tag bringe ich Artikel über die wichtigsten Dinge raus. Liest du morgens Zeitung? Kaffee? Brötchen? Was? Nicht? Das geht nicht. Welche Heldengeschichte hat sich heute ereignet? Unglaublich. Du kannst jederzeit überall nachlesen. Mühelos. Ja, es ist der Wunder-Almanach. Almanach. Nutze ihn. Und ganz nebenbei, dass in der Wattstecke ist unser Geheimnis, ja? Also dann, auf Wiedersehen. Ja, der Wunder-Almanach. Das kann ich kurz mal zeigen. Das ist hier die Übersicht. Da sehen wir mal gerade, was wir zum Beispiel gerade getan haben. Ja, das mit dem Aquablaster. Und da sehen wir, glaube ich, unsere Aufgabe mal. Willkommen, na, wenn das nicht Yuri ist. Heute haben wir wieder ein paar tolle Waren anzubieten. Hier, wir können Apfelgummis kaufen, wir können Trank des Lebens kaufen, wir können magische Augen. So, davon werde ich auch immer ganz viele haben. Nehmen wir mal 20 Stück jetzt einfach. Weil, um Gegner zu scannen. Wobei, ich habe die ganzen Daten noch, das heißt, ich habe die Gegner noch gescannt. Das ist auf jeden Fall auch gut. Ein paar Apfelgummis ist immer gut zu haben. Und ein paar Tränke des Lebens. Ja, was hast du denn noch so? Also mit den ersten Schultertasten, also mit, Moment, lass mich kurz mal schauen, RB und LB, können wir, wie man da oben sieht, in der Kategorie, in der Unterkategorie wechseln, also den Filter, wie es da unten rechts schon steht, dass wir jetzt entweder alles sehen oder halt nur einzelne Teile. Und mit den hinteren, mit RT und LT, können wir, wie man ganz oben sieht, in den Kategorien wechseln, dass wir zum Beispiel hier Schwerter kaufen können oder Ausrüstungen. Kann ich nicht tragen. Ein Umhang. Oh, komm, nehmen wir mal zwei Umhänge. Warum zwei, seht ihr schon noch. Ja, dann können wir hier auch ausrüsten direkt. Hier Accessoires, nehmen wir einen Umhang, erhöht ein bisschen erhöht die beiden Verteidigungswerte ein kleines bisschen. Was Synthese ist, das lasse ich erst aus, bis es wirklich im Spiel noch kommt. Der Markt der Fortuna, wo man stolz drauf ist, Waren mit einem Lächeln anzubieten. Komm jederzeit wieder. Okay. So. Und ich kann mal kurz zeigen, auf der anderen Seite geht es aus der Stadt raus. Da dürfen wir aber noch nicht hin, glaube ich. Ich habe es, glaube ich, noch nie ausprobiert, aus der Stadt jetzt einfach mal rauszugehen. Probieren wir es einfach mal aus. Mal sehen, was sagen die denn da? So, hier, du kommst hier nicht durch oder so. Ja, okay, es gibt noch etwas, um das ich mich kümmern muss. Okay. Wir gehen nun zum Adligenviertel. Um mal zu schauen, um mit diesem Herrn Mordio zu sprechen, der anscheinend wohl unseren Blastier-Core geklaut hat. Was mit den ganzen Blasters auf sich hat. Ich lasse das Spiel jetzt erklären. Ich möchte da nichts vorwegnehmen. Nichts irgendwie spoilern oder so. Hey, schon von dem Blaster in der Unterstadt gehört? Ja, ich habe gehört, dass es kaputt ging und die Leute Geld für die Reparatur sammeln. Genau, und viele haben sogar ihre Schätze verkauft, um Geld aufzutreiben. Schätze, Sir? Wertloser Schrott, nichts weiter. Mehr als einen Galt werden sie dafür nicht bekommen haben. Nicht mal ein Galt. Ja, was willst du, mögen das nur sein? Die würde ich gerne mal sehen. Garantiert nicht als Schrott. Hört ihr die Typen an. Armer Hengst. Bei dem Schrott muss ich mir allerdings recht geben. Pfui. Was zum Wer ist da? Uff. Was für Steine sind das bitte gewesen, Yuri? Wenn du den Wort von Schrott nicht zu schätzen weißt, bist du selbst nicht mehr wert als Schrott.
Repeat, findest du den Weg? Ja, um dem einen oder anderen mag schon der Hund aufgefallen sein. Das ist Repeat, Juris teuer Weggefährte. Sie haben also auch von hier die Blastierkerne mitgenommen. Hier hat wohl jemand ziemlich lange Finger. Typisch kaiserliche Oberstadt. Da verschwindet ein Blastierkern nach dem anderen und niemand kümmert's. In der Unterstadt herrscht Chaos, wenn nur ein einziger verschwindet. Wenn sie schon Kerne übrig haben, dann könntest du es ruhig ein paar schenken. Oh, und Repeat anscheinend was gefunden. Gefunden! Ja, aber man sieht schon, das ist unser treuer Begleiter, der sucht für uns hier ein bisschen hier und da. Was haben wir denn hier für eine schöne Statue? Oh, und ein Waggon mit, ich nenn's mal Pferd. Na gut, da wollen wir doch mal hier den Herrn Mordio einen kleinen Besuch abstatten. Hier lebt er also. Ich versuche auch für jeden der Hauptcharakter eine eigene Stimme zu machen. Irgendwie. Scheint niemand hier zu sein. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Ach ja, Juri. Juri ist für mich einer meiner Lieblings-Tales-Charaktere. Wieso? Ihr werdet schon noch rausfinden. So, hier betreten. Oh, ist das offen? Kann ich hineingehen? Da fragst du noch. Ich weiß, dass Mordio sich hier irgendwo versteckt hält. Hm, was haben wir denn hier? Oh, 100 Gold gefunden. Yay. Und ein magisches Auge gefunden. Ja, rauben wir den Typen noch ein bisschen aus. So, was haben wir denn hier? Ist nichts. Ich glaube, hier unten ist sogar noch eine Tür. Wir können nicht gehen, ohne Hinweise gefunden zu haben. Genau, da ist der Ausgang. Dann schauen wir doch mal, was sich oben befindet. Da können wir nicht durch. Also, es geht nicht auf. Was kann ich machen? Aha, das muss. Gefunden. Du bist Mordi, oder? Anscheinend ist ein Ninja. Guter Junge. Was zum? Der Blastierkern ist weg. Los, wir holen uns den Kern zurück. Geigen dem Magier auch gleich ordentlich die Meinung. Also dann mal raus hier. Hm. Soldaten. Juri, so it is you who are the cause of all this commotion. I know he's poor, but breaking into an aristocrat's house? My, how the mighty have fallen. Just what I needed. Tweedle A and Tweedle B. Just what is a Tweedle, anyway? There's no hope of escape. We've got you surrounded. Does it look like I'm trying to escape? See, it's stuff like that that keeps you guys from getting promoted. You did not just say that! I say, you take that back! Enough beating around the bush, I guess. Nein, wir brauchen kein Tutorial. Ich kann ja direkt mal zeigen, wie man an... Wobei, worum soll ich eigentlich zeigen, wie man an... Einfach so, los geht's. Also, wenn wir die LT-Taste gedrückt, also die hintere L-Taste, können wir erstmal frei rumlaufen. Au, Moment. Jetzt muss ich kurz nochmal... Da haben wir das. Hier block ich. Hier ist ein Menü, okay. Also mit A greifen wir an. Nein. Wie mache ich nochmal diesen Sprung nach hinten? Das wüsste ich jetzt gerade nicht. Okay, eventuell muss ich das noch ausrüsten. Okay, machen wir die erstmal fertig hier. Ja. Ich muss kurz mal schauen. Ja, das Problem ist leider, das ist ein bisschen klein hier, um zu schauen, wie viel KP die haben. Ach, komm. Das ist der Tutorial-Kampf. Wenigstens ziehen die mir nicht viel ab. So, der erste wäre weg. So, wo habe ich den Blocken? Hier.
Nein. Wie machen wir das nochmal mit diesem nach hinten Sprung? Na, ist jetzt auch egal. Das fände ich schon noch rausfinden, wie ich diesen Sprung nach hinten mache. Na, komm, machst du was? Das ist unsere erstmal unsere Standardattacke, Azure Edge. Das ist sowas ähnliches wie das Demon Fang aus anderen Tales-Spielen. Einfach nur so eine Schockwelle, die man nach vorne schießt. Was? Wie viel Rang habe ich denn bitte bekommen? Wofür? Boss besiegt 20, was? Combo-Bonus beim Besiegen des Bosses. Schaden erlitten. Einfach geblockt, manueller Modus. Ich krieg extra nur, weil ich den manuellen Modus spiele? Cool. Hoppla, zu früh weggedrückt. Looks like I won't be catching up with that carriage anytime soon. How typical of the Schwan Brigade. They can't even manage to capture a single lowlife. Captain Cumor? I say, our apologies for this unsightly display. I'm afraid the Imperial Knights have no use for you lowborn scum. Please, don't let Sir Schwan know about this, sir. I can't believe our taxes go to paying these guys. There he is. I say, that tops it all. Abandoned by his faithful pooch. Well, well, you've had a busy day, haven't you, Mr. Yuri Lowell? I'm rather busy myself, but I suppose I can afford to play with you for a while. Gentlemen! It's rats like you that make Flynn's job so difficult. Flynn, a little suffering is just what that upstart lieutenant needs. When you've finished with him, throw him in the prison as usual. 10 days or so ought to teach him a lesson. Klingt ein bisschen schmerzhaft, was da gerade passiert ist. So like I was saying, the thief made off with a priceless treasure from that noble's mansion. I know, then he was caught and the loot was returned, right? No, see, that's just nobility trying to keep things quiet. The treasure in the mansion right now is a fake. You're pulling my leg. Du nimmst mich auf dem Arm, du ziehst mein Bein. Hey, you didn't hear it from me, Bob. The Dark Wings are going nuts looking for the hideout. You mean the Thieves Guild? That's enough out of you. Almost mealtime. Hey, neighbor, you're awake, right? You gotta be getting tired from keeping so quiet. You think that little story up all by yourself, old man? You must have plenty of time on your hands. Old man? Now you've gone and hurt this old man's feelings. Besides, I didn't make up nothing. I've got eyes and ears the world over digging up information for me. Sure you do, old man. Hey, I am what I am. Go ahead and ask me something. I'll tell you whatever you want to know. Want to know about the Pirate Guild's sunken treasure? How about the sorcerer who makes his home at the ends of the earth? Or wait, I've got it. I just want to know how to get out of here. Well, I'm not sure what you're in for, but they'll let you out if you keep your trap shut for 10 days. The lower quarter will be underwater by then. The lower quarter? Ah, yeah, I heard about that. I wonder how they're all doing right now. Sorry, neighbor. That's one piece of dirt I don't have. And what am I gonna do about that damn Mordio? The Mordio? You mean to say you've got connections to the famed mage from Ospio, the City of Scholars? Do you know about him? Oh, wanna know, huh? I'm afraid that information won't come cheap. The famed mage from Ospio, the City of Scholars, right? I think I got it. Well, wait, that's not it. He's the head of the Gourmet Guild. No, wait, it's just when things were getting good. Hurry up. What is Commandant Alexei doing here? Whoa! Just who are you anyway? And what does the head of the Knights want with you? Beneath the statue of the goddess.
What are you doing? I said hurry up. All right, easy. I'm coming. I did say I was looking for a way out of here. Yay, Gefängnisschlüssel. Und ich würde sagen, hier mache ich einen Schnitt und beim nächsten Mal schauen wir doch mal, wie wir hier wieder rauskommen. Mit dem Schlüssel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.